Stari Bar, der alte Teil der Hafenstadt Bar, liegt wenige Kilometer von der Küste entfernt im Süden des Landes. Neben der byzantinisch-orthodoxen und der römisch-katholischen Kultur findet man hier auch das Erbe des Osmanischen Reiches. Fast ein Fünftel der Bevölkerung Montenegros sind Muslime. Suljo Mustafić ist Journalist und Vorsitzender der Islamischen Gemeinschaft von Bar. Seine Familie lebt hier seit vielen Generationen. Ich war 6 Jahre in Novi Sad, 1 Jahr in Sarajevo, mehrere Monate in Amerika und in anderen Ländern der Welt, aber immer wieder kam ich zurück ins alte Bar. Das ist für mich der schönste Platz auf der Welt. Diese Altstadt ist ein Teil von mir, ein untrennbarer Teil, mit dem ich so eng verbunden bin wie mit dem Bedürfnis nach Schlaf oder nach Essen. Mit dem Zusammenbruch der osmanischen Herrschaft wurde die Stadt 1878 Teil Montenegros. Weiterhin jedoch lebten hier Moslems und orthodoxe und katholische Christen miteinander. Hier haben sich Religionen, Kulturen, Traditionen und Völker so vermischt, dass niemand von uns nur eine Identität hat. Es gibt mehrere Identitätsschichten in jedem Menschen. Von der Nationalität her bezeichne ich mich als Bosniake, von der Religion als Moslem bzw. als Angehöriger des islamischen Glaubens. Allerdings kommt mir vor, dass diese religiöse Identität in mir viel stärker ist. Wahrscheinlich, weil das Religiöse am tiefsten im Menschen ruht.